Ich bin ein bisschen erkältet. Deswegen werde ich wahrscheinlich ein bisschen anders klingen. Ich habe mir gerade eben hart die Nase putzen müssen und hoffe, das geht jetzt erstmal ein Weilchen. Also, in dieser Mission müssen wir eine Kommandostation zerstören und einen Industriekomplex einnehmen. In einem Industriekomplex soll ein Handspeck 2C rumrennen. Könnte eine Möglichkeit sein, den Mac gefangen zu nehmen. Ich würde schon ganz gerne was Klarmäßiges haben, was schwerer als die Kuga oder die Ulla ist. Ich nehme Lynx und Mantis diesmal mit. Purchasing Max. Oh, nun. Atlas wäre natürlich auch eine schöne Sache gewesen. Oder ein Katapult. Aber ich habe einfach nicht die Rohstoffe, um das alles zu dingsen im Augenblick. Wobei Deployment sind 125 Tonnen. Das wäre zu viel. Der wäre mit dem Kommando da unterwegs. Aber egal. Versuchen wir das erstmal. Ich war auch überlegen, ob ich einen Minenleger mitnehme für die Mission, weil da Verstärkung auf einer Straße langlaufen soll. Aber auf der anderen Seite, wenn ich irgendwelche Sensortürme oder Waffentürme einnehmen kann, wäre das ja was. Ich habe die Gauss-Reife rausgeschmissen für eine ERPBC beim Hollander. Zwei ER-Laser und eine Streak SM2. Das heißt, die einzige munitionsbasierende Waffe, die ich habe, sind die Raketen in den Max. Die Kurzstreckenraketen. Ansonsten alles Energie, Laser, PPCs. Das volle Programm. Das wäre gut, wenn ich die alle auf Entfernung ausschalten könnte. Oh, da kommen schon die ersten Verstärkungseinheiten. Kommt eine Salve noch. PPCs. Oh, komm schon. Das ist eklig. Schön in den Rücken geschossen. Na, wenn die kleinen Geschütze ihn kalt machen, könnte das eventuell dazu führen, dass ich ihn bergen kann. Oh. Hat sich gelohnt, die anderen Max erstmal zu ignorieren und sich das dann zu schnappen.
Nee, das habe ich doch geschnappt. Enemy components captured. Mission objective complete. So, ich habe es gekriegt. 2 ER Large Laser und 3 ER Laser. Das ist keine schlechte Beute. Okay, jetzt habe ich natürlich jetzt die 3 Mechs, die da hocken und das Dings verteidigen. Aber ich glaube, mit denen kann ich fertig werden. Das Schlimmste war der Hunchback. Und der Lynx sieht immer noch gut aus. Also denke ich mal, kann ich so auf Entfernung wegschießen. Mann, ich würde mal mehr ein Masakari mit Sprungdüsen haben oder sowas. Ich gucke mir erstmal den Rest der Karte an. Weil es kann man auch sein, dass man irgendwas findet, was man bergen kann oder Reparaturanlagen. Boi. Schlimmer in der Kälte und so in der trockenen Hals. Ein Waffenkommando. Nicht mehr lange. Ich glaube, das war's. Und da tanzt du noch mal kurz und bumm. Na klar, es explodiert immer alles. Oh, eine Klangauss. Das ist was Schönes. Ich glaube, ich hatte noch keine Klangauss gekriegt. Ich glaube, da war aber sonst nicht wirklich viel Interessantes. Hier könnte ich rüberspringen, eigentlich nur mit Lynx. Was heißt Mantis? Hier hin, du dahin. Na, guck mal, dass wir sie in eine Zange nehmen können. Ich muss mehr sehen können erstmal. Ich meine, hier müsste theoretisch auch noch irgendwas sein, ne? Ah, fuck. I am under enemy fire. I found a minefield. Ah, okay. Jetzt sehen die Mechs nicht mehr so gut aus, vor allem der Holländer. Das war eklig. Scheint nichts zu sein. Nope. Lake's here. There's no way through here. Manchmal wünsche ich mir so ein Mech-basiertes Game halt mit Basis bauen, so ein Kram. Ich meine, es gab eine Mod für Command & Conquer Generals, wo man die ganzen Mechs hatte mit den ganzen Fraktionen und so ein Kram. Aber das war auch nicht so wirklich was Ganzes, fand ich. This is Link. There's no way through here.
Scheint nichts verloren zu haben. Das war trotzdem unschön. Ausgeknipst. There's no way through here. Wait here, there's no way through here. This is Link, there's no way through here. Wait here, there's no way through here. No problem, sir. I'm under attack. Reporting building capture. As ordered, sir. Reporting building capture. This is Memphis. I can't find a way through here. No problem, sir. So, jetzt muss ich ja theoretisch durchkommen. Der Bulldog ist uninteressant. Mir interessieren nur die Max. Angeschlagen. Oh, Ulla hat überlebt. Nice. Mehr Climax ist immer gut. Es gibt im Tabletop tatsächlich Regelungen für Bulldozer, die Wälder wegmähen können. Ich weiß jetzt nicht, ob Waffenfeuer mit fortgeschrittenen Regeln das Waldgebiet zerstören darf. Aber wenn, das ist eine witzige Methode, halt Wald loszuwerden, einfach mit dem Bulldozer durch. Es wäre auch echt nicht so viel verlangt, einen Reparaturhangar zu haben. So be it. No problem, sir. Jawohl, leg dich hin, du Sau. Wait here, I'm under attack. Ja, noch sieht er gut aus. Oh, der Laserhit war gut. Gut treffende LSR nehmen Max auch meistens schnell ziemlich gut auseinander. Na, schade. Aber immerhin den Waffenurlaub gekriegt. Mission successful. Commendation for low drop weight.
doch schön. Da fange ich an. Hier ist ein Dorf. Farmen oder so ein Scheiß. Hier vorne noch ein bisschen was. Das ist nicht hier hinten. Hier scheint was Interessantes zu sein. Destroy all enemy units. Move to extraction marker. Mad Cat ist in der Gegend. Ich habe 185 Tonnen. Okay. Das heißt, ich kann den Centurion wahrscheinlich wieder einpacken. Ich kann im Prinzip alles, was kein Klarmec ist, rausschmeißen, was ich jetzt im Augenblick habe. Außer den Kommandos, wenn ich irgendwas Leichtes brauche, um noch irgendwo Tonnage aufzufüllen. Versuchen wir das. Ansonsten muss ich den Holländer gegen ein Reparaturfahrzeug austauschen oder so eine Scherze. Ist der Centurion wirklich so lahmarschig? Alter. Ich meine, das ist der erste Brecher, den man im Prinzip kriegt. Centurions sind gute Maschinen. Gut, dass wenigstens einer meiner Mechs seine Sensorreichweite auch zeigt. Das sind zwei Mechs und ein Fahrzeug, würde ich behaupten. Oh, das ist unangenehm. Ich nehme die rechts zuerst auseinander. Mitch geht zuerst rein. Oh. Ich habe zwei Einheiten aufgescheucht, dann lassen wir das erstmal so, eine Kugel. Sprungfähige Kugel, das würde ich natürlich gerne nehmen, das kleine. Oh. Das war ein fucking Headshot. Die ist intakt. Der hat das Koppel rausgebraten. Hat natürlich die Clan-Sensoren zerstört, aber fuck it. Scheiß auf die Clan-Sensoren. Da freue ich mich natürlich. Eine Kugel ist gut. Vor allem sprungfähig. Das heißt, ich habe einen Klarmec, der mit dem Headcat mithalten kann. Noch ein sprungfähiges Arschloch. Ah, SMK. Sprungfähiger Ulla. Den würde ich auch mit Handkurs nehmen. No problem, sir. Wait here. Enemy vehicle destroyed. No problem, sir. Enemy mech destroyed. My blade was shot today. Enemy components captured. Enemy components. Schade. Oder soll es nicht sein? Wait here. I have a new sensor trace. The building is captured. Okay, die haben einfach nur in Löchern im Wald gehockt. Aber immerhin. Oh, noch eine weitere Klangaus. Das sollte ja eigentlich ein No-Brainer sein, einen Mac mit vier klaren Gauss-Rifles auszurüsten. Aber es hat bis fast in die Ill-Clan-Ära gebraucht, bis die Clans einen Mac zusammengebaut haben, der vier Gauss-Rifles hat. Abgesehen vom Gauss-Zilla. Der Crucible ist ausgerüstet mit 4 Gauss-Rifles, 100 Tonnen Mech und 16 Schuss pro Gauss-Rifle. Ich meine, selbst die Star League hat einen Mech mit 4 Gauss-Rifles gebaut, den Jäger Mech 3.
Aber mit so null Arm, null irgendwas. Waffen-Centurion. Wenn ich ihn kriege, nehme ich ihn. Tja, mein Freund, du bist zu nahe gekommen. Der versucht links eine reinzudonnern, aber passiert nichts. Oh Mann. Muss immer alles explodieren? Okay, die 7 interessanten Stellen habe ich jetzt erledigt. Von der stand einfach stumpf in der Ecke rum. Was zum Geier? Jetzt muss ich doch die Nase putzen. Hat ja nicht lange gehalten. So. Ja, man muss aufpassen, dass wenn man einen langsameren Mech dabei hat, dass man den entsprechend dann handhabt. Meine Holländer, der kann einen Schritt halten, aber der hat keine Sprungdüsen. Achso, eine Konfiguration war das eigentlich, eine Waffenkonfiguration, okay. My sensors have a new contact. Consider it done. Wait here. I'm under attack. Enemy eliminated. No problem, sir. Wait here. My sensors have a new contact. I need this. Mantis reported. Enemy eliminated. No problem, sir. Oh, eine Shadow Cat. Waffenvariante. No problem, sir. Und gleich die Hälfte von einer Kampfkapazität weggeschossen. Ja, die Sensoren sind raus, aber das Cockpit ist noch intakt. Es ist eklig. Oh. Oh, fuck. Ich will doch nur ein Shadow-Kätzchen haben. Ich meine, immerhin haben sie es so gemacht, dass man den Masakari im Spiel auf jeden Fall kriegt. Und da muss man sich keine Gedanken machen. Nur mehr Masakari zu kriegen, könnte problematisch werden. Das sind, ich glaube, im Hauptspiel sind das, glaube ich, die schwersten Climax, die sie eingeführt haben. Ich meine, ich glaube, keiner will sich wirklich mit einem Daishi oder mit einem Kodiak anlegen. Das Ding ist, dass ja ein Klarmech den meisten 100 Tonnern ebenbürtig ist in Feuerkraft und Panzerung. Oh, der bewegt sich. LMK, ah, leck. No problem, sir. Wait here, one last heavy crawler. Taking enemy fire. No problem, sir. This is Mantis, enemy eliminated. No problem, sir. On the attack. One last enemy crawler. No problem, sir. This is here.